Ja, hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge McAllisters Outdoor Cooking. Ich bin heute in einer fremden Location. Ich bin ins Ausland gefahren, haha. Du hast meinen grünen Polo kaputt gemacht. Habe ich gar nicht. Ich muss jetzt hintergehen und den grünen Polo reparieren, während er uns was Leckeres zum Essen macht. Meine. Was? Das darf er euch jetzt zeigen. Also, ihr habt es gesehen, ich bin heute beim Grill-Junkie zu Gast. Wir haben ein bisschen Spaß übers Wochenende. Ich werde heute einen schönen, leckeren Filettopf für euch zubereiten. Den werden wir uns dann später schmecken lassen. Was wir für den Filettopf alles brauchen, seht ihr jetzt nach dem Intro. Ja, für unseren Filettopf brauchen wir heute folgende Zutaten. Wir haben hier zwei Schweinefilet, das sind ungefähr 800 Gramm, wo wir hier haben. Wir haben ein paar Champignons, wir haben Tomatenmark, wir haben ein bisschen einen Senf. Dann haben wir hier den Schweinereirapp vom Beef Buddy, da werde ich euch gleich noch was dazu sagen. Hier haben wir eine Zitrone, Zwiebel, Knoblauch, ein paar Kartoffeln, das wäre dann nur ein paar mehr, bloß mehr habe ich jetzt nicht draufgebracht. Bacon haben wir hier, dann haben wir ein bisschen Petersilie, könnt ihr frische nehmen, ich habe jetzt hier Tiefkühl-Petersilie. Wir haben ein bisschen Brühe, das ist Rinderbrühe, was ich heute verwende. Dann haben wir ein bisschen Schlagsahne und ein bisschen Creme Fraiche. Ja, jetzt kommen wir hier schnell zu diesem Schweinereirapp vom Beef Buddy. Der Beef Buddy hat noch viele andere leckere Gewürze. Der war so freundlich und hat mal ein paar Gewürze zur Verfügung gestellt. Ich werde die Gewürze jetzt dauerhaft auch in meinen Videos hier verwenden. Extra für euch hat der Beef Buddy uns einen kleinen Rabatt gewährt. Und zwar werde ich euch unten in der Infobox die Seite vom Beef Buddy verlinken. Wenn ihr da drauf geht und Gewürze kauft, ab einem Einkaufswert von 15 Euro, bekommt ihr mit dem Rabattcode McAllister 20% auf die Gewürze vom Beef Buddy. Lohnt sich auf jeden Fall, hier mal ein paar Gewürze zu bestellen. Ja, im ersten Schritt werden wir uns jetzt unsere Zwiebeln hier ein bisschen klein würfeln. Und dann werden wir uns jetzt einfach so schöne kleine Würfel hier rausschneiden. Also mich und seine Messer sind super schön scharf. Das gefällt mir sehr gut. Kann man richtig schön schneiden. Der ist jetzt übrigens hier hinten in seiner Werkstatt. Bastelt ein bisschen an die Autos rum. Da irrt er mich nicht. Als nächstes haben wir jetzt hier so einen kleinen Single-Knoblauch. Den werden wir uns auch schälen und dann in schöne, kleine, feine Würfelchen schneiden. Im nächsten Schritt werden wir uns jetzt die Champignons schön vierteln. Auf unser Schweinefilet werden wir jetzt hier großzügig was von dem Schweinereirub hier drauf geben. Alternativ könnt ihr natürlich auch mit Salz und Pfeffer würzen. Und die Seiten werden wir uns jetzt hier einfach vom Brett wieder so ein bisschen aufditschen. Wer möchte, kann hier das Fleisch auch noch ein bisschen parieren. Also wir haben jetzt hier noch so ein paar Sehnen mit dabei. Das könnt ihr vorher auch entfernen, wenn ihr wollt. Mich stört das eigentlich so weiter nicht. Also ihr seht hier, das ganze Sehnenzeugs, was wir haben, könnt ihr theoretisch euch wegparieren. Aber mich stört es nicht. Ja, und das war's dann noch mit den Vorbereitungsarbeiten und dann sehen wir uns dann am Dutch-Ofen wieder. Ja, jetzt sind wir hier drüben an dem wunderschönen Tisch hier von Petromax. Jetzt komme ich auch mal in den Genuss, dass ich das endlich mal austesten darf, auf diesem Tisch hier zu topfen. Hier habe ich jetzt meine Kohlen drin. Da werden wir jetzt einfach ein paar hier drunter geben. Topfen werden wir heute im FT6. Leider ohne Füße, deswegen habe ich hier die App drunter gestellt. Christian, ich bin auch wieder da, wenn du Hilfe brauchst. Auch hey Michi, hast du Schrauben beendet? Ja, Gott sei Dank. Hey. Scheibenwischer geht wieder. Du Michi, wie heißt denn dieser Tisch hier eigentlich genau? Das ist jetzt gemein. Du weißt, dass ich mir solche Sachen nicht merke. Aber ich hätte jetzt Dutch auf den Tisch von Petromax gesagt. Der FT oder FP 120. Ah ja, das werden wir auf jeden Fall mal überprüfen, wie das Ding genau heißt. Ja, das sollte fürs Erste genügen. Ich hätte dir auch einen schönen Raketenofen zur Verfügung stellen können. Nein, ich benutze keine anderen Raketenofen, außer meinen. Barbecue Toro for life. So, jetzt werden wir hier den FT6 draufgeben und der darf jetzt hier erst einmal schön aufheizen. Ein paar Minuten später ist unser Topf hier jetzt schön heiß und jetzt werden wir hier ein bisschen Öl reingeben. Da darf ruhig ordentlich was rein. Und im ersten Schritt werden wir jetzt anfangen, dass wir hier unser Schweinefilet schön gemütlich, nicht zu heiß anbraten werden, weil das darf jetzt hier gute 10 Minuten rundherum anbraten, dass wir hier einfach schon einen gewissen Garpunkt einfach haben. Das zweite kommt auch hinein. Und wie gesagt, schön gemütlich einfach
hier anbraten lassen, unser Schweinefilet. Ja, nach guten 4 Minuten werden wir das Ganze jetzt hier einmal drehen. Also Michi, deine Zange hier, die ist echt bescheiden. Willst du was anderes? Nö, geht schon. Du kannst auch eine original Leber oder eine original Bräuchling haben. Nee, ich komm klar. Also wir sehen hier wirklich schön gediegen, wie das Fleisch hier anbrät. Wirklich mit wenig Hitze, weil sonst haben wir hier alles schwarz. Und es gibt dann einen negativen Geschmack. Aber so wie wir es jetzt hier haben, sieht das wirklich herrlich und fantastisch aus. Ja, auch hier sind jetzt gute 5 Minuten vorbei. Und so sieht das jetzt hier aus. Also könnte ein bisschen mehr sein, aber lieber schaut so aus, bevor ihr da zu viel Röstaromen einfach dran habt. Jetzt werden wir noch schauen, dass wir das hier, naja, bei einer runden Sache oben, unten ist schwierig, aber dass wir das auch hier wirklich an allen Seiten ein bisschen anbraten können. Das stützen wir jetzt hier einfach ein bisschen so an den Rändern an. Und wir sehen uns dann wieder, wenn das Ganze fertig angebraten ist. So, jetzt werden wir unsere Filets hier mal rausnehmen. Die geben wir hier auf so eine schöne Metallplatte. Nehmt euch irgendwas, wo dann der Saft schön abfließen kann, weil der Saft, der jetzt hier austritt, den werden wir dann später in den Topf wieder mit hineingeben. Ja, jetzt haben wir hier wirklich schöne Röstaromen drin. Und die Röstaromen da, die werden wir uns jetzt schön rauslösen. Dazu werden wir jetzt erst einmal ein paar Zwiebeln hier mit reingeben und unseren Knoblauch. Und danach werden wir dann unsere Champignons dazugeben. Die werden wieder ihr Wasser verlieren und mit dem Wasser, das da aus den Champignons rauskommt, werden wir uns die Röstaromen hier unten rauslösen. Im Idealfall könnt ihr auch ein bisschen Weißwein nehmen, um euch das alles rauszulösen. Aber Alkohol verwenden wir jetzt heute mal nicht. Aber mit Wein oder irgendwas wäre es die bessere Alternative, um euch den Geschmack hier einfach aus dem Ansatz hier rauszulösen. Ein paar Minuten später sind unsere Zwiebeln dann auch schön angeschwitzt. Schaut jetzt aus, als hätten die Farbe bekommen, ist aber nicht so. Das ist jetzt einfach nur der Satz, der hier unten am Boden festgehaftet ist, was ich eben erwähnt habe. Und jetzt haben wir hier unsere Champignons und die werden wir jetzt auch mit dazugeben. Und das Spielchen dauert jetzt eben ein bisschen, bis hier das ganze Wasser ausgetreten ist. Dann werden wir die ein bisschen mit anbraten lassen und dann geht's weiter. Ja, unsere Champignons sind jetzt auch soweit fertig und jetzt werden wir hier 1 bis 2 Esslöffel, je nachdem wie ihr es mögt, wie würzig, Senf mit dazugeben. Das werden wir jetzt auch ein bisschen mit untermengen. Bist du bald fertig? Du musst dich noch ein bisschen gedulden. Wir haben Hunger. Dann haben wir jetzt hier unsere Creme Fraiche. Da werden wir auch den ganzen Becher hier mit reingeben. Ja, leider habe ich jetzt den Bacon vergessen mit anzubrutzeln. Also das tut mir jetzt mega leid. Aber ich bin ja auch ein bisschen abgelenkt. Und deswegen werden wir den Bacon jetzt einfach so noch mit dazugeben, als Geschmacksträger für das bisschen Salzige. Ohne, dass wir den großartig anbraten. Das funktioniert genauso. Ansonsten habt ihr da einfach ein bisschen ein paar Röstaromen mit dran. Ja, und jetzt werden wir hier ein bisschen Brühe auffüllen. Da haben wir jetzt einen guten Liter. Davon werden wir jetzt erst einmal so die Hälfte nehmen. 500 Milliliter werden wir hier hineingeben. Dann haben wir hier eine Zitrone. Da werden wir den Saft von der halben Zitrone hier kräftig mit dazugeben. Da pressen wir einfach mal ordentlich drüber. Und jetzt werden wir das Ganze hier erst einmal ordentlich durchrühren. In unseren Topf werden wir jetzt hier noch 1 Esslöffel Tomatenmark mit hinzugeben. Das könnt ihr vorher auch noch mit anrösten, wenn ihr wollt. Müsst ihr aber nicht. Jetzt haben wir hier noch Sahne. Die kommt hier auch noch mit rein. Da nehmen wir auch mal den halben Becher. Ja! Oh, was haben wir denn da, Michi? Ja, damit du auch mal was von der Grillschuhe verwendest. Bitteschön, du wolltest Salz und Pfeffer haben. Vielen Dank. Ja, jetzt werden wir das Ganze mal ein bisschen abschmecken, also pauschal erstmal ein bisschen Salz hier rein. Ganz ungewohnt, wenn ich hier nicht an meiner Mühle rumdrehe. Und ein bisschen Pfeffer werden wir dann auch verwenden. Also riechen tut er sehr gut, der Pfeffer. Da tut er individuell rein, wie ihr mögt. Jetzt haben wir hier noch unsere Petersilie. Wie gesagt, wenn ihr frische habt, nehmt ihr frische. Die tiefgekühlte tut es genauso, macht wenig Unterschied. Und da gehen wir auch so 2 Esslöffel voll hinein. Jetzt wird das Ganze hier nochmal durchgerührt. So, zuletzt haben wir jetzt hier noch unsere Kartoffeln, die werden wir jetzt hier in den Topf mit hineingeben. Wir schauen, dass die alle gut bedeckt sind. Der schaut hier ganz vernünftig aus. Ich habe jetzt aber noch ein bisschen Brühe übrig, deswegen werde ich die hier mit dazugeben. Von unserem Schweinefilet ist jetzt auch ordentlich Saft hier ausgetreten, also man kann es hier sehen, wie es kommt. Den Saft vor dem
Fleisch werden wir uns jetzt hier mit reingeben. Das ist super Geschmack, den wir hier mit haben. Und die Schweinefilets, die lassen wir jetzt einfach so, wie sie sind. Die können wir jetzt ruhig auskühlen. Die gehen wir dann zum Schluss einfach nochmal kurz mit rein. Werden sie kleinschneiden, weil wir wollen ja, dass die innen drin noch ein bisschen rosa bleiben. Und wenn wir die jetzt gleich hier mit reingeben würden, dann würden uns die komplett durch werden. Und da würden wir uns dann einen Wolf drauf rumbeißen. In diesem Sinne, jetzt einfach den Deckel drauf hier vom FT6. Und jetzt lassen wir das Ganze hier für eine gute halbe Stunde so leicht dahin köcheln. So Leute, nachdem jetzt hier eine halbe Stunde vergangen ist und da drin hat sie nicht wirklich irgendwas getan, also ganz minimal, bin ich der Meinung, dass hier einfach noch ein bisschen Kohle mit ran muss. Wir brauchen ja oben noch was. Deswegen haben wir jetzt hier noch ein paar Kohlen im Anzündkamin gemacht. Und die gehen wir jetzt hier oben einfach mit drauf. Jetzt unser Fleisch vorbereiten hier. Also das ist unser Schweinefilet, das jetzt schon richtig gut erkaltet ist. Jetzt werden wir hier mal einen Mittelschnitt gemacht. Also wir sehen, innen drin ist das wirklich noch fast roh, aber das passt auch so. Und wir werden uns jetzt hier einfach so schöne Stücke runterschneiden. Und das werden wir dann nochmal ein bisschen zerkleinern. Dass wir dann hier solche Stücke hier in etwa haben. Jetzt sieht unser Fleisch jetzt hier aus und das werden wir jetzt dann in den... Was machst du da? Ein Dieb? Mhm. Schmeckt gut, danke. Ist aber schon kalt. Macht nichts. Macht nichts. Also wie gesagt, das wird jetzt dann mit dem Dutch Oven mit reinkommen und das machen wir jetzt. Die Stunde ist jetzt um und wir... Stopp! Was ist jetzt schon wieder? Du kriegst jetzt einen gescheiten Deckelheber, bei dem, was du dann noch hast, das ist einer aus meinem alten Dutch Oven Set und mit dem tust du dir hier bestimmt sicherlich leichter. Da kommst du jetzt daher. Ja, weil vorher hat er über das Ding schon gejammert. Okay, vielen Dank Michi, dann werden wir das Teil jetzt benutzen hier. Ja, geht um einiges praktischer. So, dann werden wir den Deckel jetzt mal hier irgendwo auf die Seite stellen und ihr seht, unser Töpfchen, das blubbert jetzt schon schön ordentlich vor sich hin. So wie es sein sollte. Also gute Dreiviertelstunde ist es jetzt hier alles am Köcheln gewesen. Unsere Kartoffeln, die sind erstaunlicherweise trotz der Dreiviertelstunde, ich habe gerade schon mal eine probiert, jetzt genau richtig. Also normalerweise nach einer Dreiviertelstunde sind die eigentlich komplett am Zerfallen. Aber hier in der Gegend vom Grill-Junkie gibt es anscheinend die ganz guten Kartoffeln. Die ganz, ganz guten. Ich merke schon, ja. Auf jeden Fall werden wir uns unsere Soße jetzt noch ein bisschen andicken, bevor wir das Fleisch dazugeben. Ich habe hier ein bisschen Mehl mit Wasser angerührt. Und da werden wir das alles jetzt ein bisschen hier einfach mal dazu kippen und schauen, wie sie das verhält. Jetzt einfach mal die Hälfte hier. Und dann schauen wir, wie das andickt. Also zu flüssig wie eine Suppe soll es jetzt hier auch nicht sein. Aber es soll jetzt eben auch nicht die komplette Schlotze werden hier. Aber hier kann noch ein bisschen was. Ja, und so gefällt mir das langsam. Und viel haben wir jetzt hier nicht mehr drin, also geben wir das auch noch mit dazu. Ja, und das schaut doch super aus, Freunde. Geil. Ja, jetzt unser schönes rosa Fleisch, was wir hier haben. Das geben wir jetzt noch mit in den Topf hinein. Dann sagen wir, gute 5 Minuten, wo einfach das Fleisch, der Geschmack vom Fleisch noch ein bisschen in den Topf hier übergehen soll. Länger auch nicht, weil wie gesagt, sonst haben wir hier das Fleisch einfach komplett durch. Schmeckt bestimmt auch noch, weil sie einfach jetzt nicht hart aufkocht, aber ich möchte es einfach ein bisschen rosa haben. Und ich stelle hier gerade fest, ich hätte ruhig ein bisschen mehr Fleisch nehmen können. Aber egal, dann gibt es heute einfach mal mehr Kartoffelchen. Deckel wieder drauf, 5 Minuten warten und dann können wir endlich essen. Wir können essen dann, Michi, hast du gehört? Joho! So, wir sind am Ziel angekommen, Leute. Wir werden jetzt hier unseren Deckel entfernen. Das waren jetzt gute 7 Minuten. 7 Minuten waren es, Michi, oder? Keine Ahnung, ich schaue nie auf die Uhr. Das denke ich mir. Also ganz leicht blubbert es noch. Ich hoffe, wir haben jetzt wirklich hier eine geile Konsistenz für unseren Fleisch dann. Und dann fangen wir einfach mal an für unseren Gastgeber. Kriegst hier so ein kleines Probierele-Tellerle. Bitte sehr. Das ist mir zu wenig. Das langt fürs Probierele. Hey, ich habe Hunger. Wir machen jetzt ein Probierele und keinen Fressmarathon. Und ich nehme mal so ein kleines Tellerle. Habe ich ja Champignon? Nö, ich habe keinen Champignon. Also, ich nehme noch ein Champignon. Lass drin, bleibt mehr für mich. Du kriegst nichts. Ja, Freunde, jetzt werden wir das unser mal schmecken lassen. Und da seid ihr natürlich mit dabei.
Ja, Leute, jetzt ist Probierzeit. Also hier zeige ich euch jetzt einmal den Teller nochmal. Und das sieht schon richtig, richtig gut aus. Ja, Michi, jetzt haben wir lang genug gewartet. Jetzt heißt es probieren. Hallo, man stößt an. Keine Zeit, muss okay, essen. Okay, musst schon wieder essen. Also, guten Appetit. Leute, ich muss euch echt sagen, wenn der was gemacht hat, ich kann da einfach nichts anderes außer nur essen, weil das Zeug ist einfach nur lecker. Du Schleimer, danke dir. Ne, also auch hier, lass es mir runter essen. Also das Fleisch ist genau so, wie ich es mir eigentlich gehofft habe. Es ist innen noch richtig schön, schön butterzart. Ich werde es jetzt mal probieren hier bei so einem Stück, ob wir da vielleicht sogar noch rosa eine Farbe mit drin haben, wenn man es auseinander nimmt. Also ganz minimal sieht man es. Ich versuche es euch mal zu zeigen hier. Ne, es ist zu dunkel. Also es ist wirklich noch ganz, ganz minimal leicht rosa und es ist butterzart. Von den Kartoffeln her sind wir mit den knapp 40 Minuten, die wir jetzt hier gehabt haben, auch auf einen guten Punkt angekommen. Also ich glaube, ihr habt hier wirklich andere Kartoffeln. Ich, wenn welche kauft, dann zerfallen die nach einer halben Stunde. Aber die Kartoffeln haben jetzt einfach nur richtig Biss, finde ich mega geil. Und ja, Sachen wie, dass wir jetzt einfach den Bacon vergessen haben zum Anbraten, das tut mir mega leid, aber... Du kennst den Unterschied zwischen festkochenden und... Ja. Wahrscheinlich hast du die festkochenden erwischt. Ja gut, ich glaube, meine einfach sonst immer beim Discounter, du hast hier wahrscheinlich Erntefrische vom Feld, weil es war eine riesengroße Sauerei, die zu schälen, aber das hast ja du nicht mitbekommen, weil du in der Werkstatt warst. Weil du das Auto kaputt gemacht hast. Das behauptet er, das stimmt so nicht. Mit seinem bösen Blick. Nein, ich schaue nicht böse. Manchmal vielleicht, aber das ist egal. Nee, also ein super klasse Essen, lecker, lecker Filettopf, super einfach zum Zubereiten. Waren ein paar Zutaten, was wir heute braucht haben. Mhm. Zubereitungszeit, das Ganze hat jetzt mit allem drum und dran gut 1,5 Stunden gedauert. Wenn man nicht filmen muss, geht das wahrscheinlich noch ein bisschen schneller. Und lieber Michi, ich sage auf jeden Fall, du brauchst mehr. Ich sage auf jeden Fall schon mal Dankeschön, dass ich bei dir sein durfte. Hat mich mega, mega gefreut. War ein schönes Wochenende. Mich freut es immer noch. In diesem Sinne, Dankeschön. Man sieht sich. Bis zum nächsten Mal. Und ich muss mir jetzt Nachschub holen. Er holt den Nachschub. Für euch nur die obligatorischen Worte. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, gebt mir einen freundlichen Kommentar. Wenn ihr noch keine Abonnenten seid, hier oben könnt ihr mich abonnieren. Es ist fast eine Frechheit zu sagen, den Michi auch zu abonnieren, weil das habt ihr wahrscheinlich alle schon getan. Aber falls jemand dabei ist, der es noch nicht getan hat, Michi unbedingt abonnieren. Hat auch einen spitzen Kanal. Und da bleibt nichts weiter zu sagen. Du kannst es nicht mehr hören, gell? Danke fürs freundliche Zusehen. Bis zum nächsten Video, euer McAllister.